Meine Arbeit war beendet. Ein paar Stunden Umsorgen am Tag reichten nicht mehr aus. Die ältere Dame war jetzt zu keiner Stunde mehr allein. Pflege, Essen, Unterhaltung. Ihr Alltag war jetzt rund um die Uhr organisiert. Für mich neu war, als ich ging, sollte ich den Wohnungsschlüssel behalten. Besuch mich, wann immer du möchtest, sagte sie. Ein paar Tage später war ich mit Kuchen da. Eine Nachbarin war bei ihr im Zimmer. Sie hatte einen Wohnungsschlüssel. Und kurze Zeit später kam der Ehemann der Nachbarin dazu. Es war irgendwie quirlig und lustig. Der Ehemann sagte fröhlich Hallo. Die beiden wollten einfach nochmal vorbeischauen und Tschüss sagen, bevor es in den Urlaub geht. Danach haben wir Kaffee gekocht und das Tablett mit dem Kuchen in ihr Zimmer gestellt. Wir saßen zu zweit an ihrem Bett. Ich habe von zu Hause erzählt, von meiner Familie, was ich abends kochen werde, von der EM, die gerade lief, von den Gemeindefreizeiten, die bald bei uns laufen würden. Eben ganz Alltägliches, das, was sie interessiert. Es tat ihr gut. Die Stimmung war gelöst. Sie hat oft gelächelt und manchmal war für kurze Zeit die Krankheit außen vor. Wir wollten gerade Kaffee mit ihr trinken, als eine Freundin von ihr ins Zimmer kam. Sie hatte einen Wohnungsschlüssel. Jetzt saßen wir zu dritt an ihrem Bett. Die Krankheit war da und es ging ihr nicht gut. Und doch wusste sie, dass Besuch wichtig ist. Abwechslung gut tut. Beziehungen dürfen im Alter, im Kranksein nicht aufhören. Und die ältere Dame hatte sich darum gekümmert, ihr Haus geöffnet. Ich mag das Bild von Jesus als unserem Hirten aus dem Johannesevangelium. Jesus sagt dort, dass er uns das Leben in seiner ganzen Fülle bringt. Bei dem Besuch bei der älteren Dame hatte ich gemerkt, in diesem Augenblick waren wir für sie das Leben in seiner ganzen Fülle.